Liebe Kommuniongruppenleiterinnen und Kommuniongruppenleiter, heute stelle ich Ihnen die fünfte Stunde vor. Doch zunächst wieder ein Rückblick. Begonnen hat alles mit der Kommuniongruppenkerze. Sie haben sie gestaltet. Sie haben den Kindern gesagt, wenn diese Kerze brennt, ist Jesus in unserer Mitte. Wir kommen zusammen im Namen Jesu. In der zweiten Stunde haben Sie die Kirche kennengelernt, den Raum, wo wir zusammenkommen, um die Gegenwart Jesu zu feiern. Beim dritten Treffen dann ging es um die Verwandlung vom Korn zum Brot. Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Danach kam die vierte Stunde. Jetzt ging es um uns Menschen. Stimmt auch alles? Wie gehe ich um mit den Menschen bei mir daheim, in der Schule, in der Gruppe, mit den Geschwistern? Stimmt alles? Gibt es häufig Streit? Bin ich schnell dabei, wenn wir uns wieder versöhnen wollen? Nachdenken über sich selbst. Achte ich auf mich? Wie ist das mit dem Zähneputzen? Sitze ich nur vor dem Fernseher? Oder gehe ich gerne auch mal an die frische Luft, wenn es möglich ist? Und die Pflanzen um mich herum, die Natur, die Tiere, die Umwelt. Schütze ich sie, wo es geht? Und dann kommt da noch Gott. Denke ich an Gott? Höre ich auf das, was er sagt? Er will, dass ich gut bin zu allen Menschen. Übe ich mich darin? Und nun geht es weiter. Die fünfte Stunde, da kommt wieder eine Kerze ins Visier, die Kommunionkerze. Sie ist noch ganz weiß und nun bekommt sie als erstes einen schönen Kranz. Die weitere Gestaltung ist die Aufgabe dieser Gruppenstunde.